Ahnung. Ah, dieses Flötending. So typisch Star Wars, so voll cool. Das ist Bogart. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Bin ich dran? Ja. Dann suche ich wohl nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht sie dann mich? Einen Fähigkeitspunkt erhalten. Genau, Fähigkeitspunkt. Ach, was ist das denn? OMG, was ist das denn? Hä, wie seid ihr da reingekommen? Das ist nur ein Steinberg. Naja, okay. Nimm. Genau, man kann ja Fähigkeiten jetzt nicht mehr einfach so ausgeben, sondern man braucht ein Meditationsfeld. Also vergleichbar mit dem. Okay, kann sie nicht. Ein sicherer Ort zu meditieren. Genau. Ich muss mich nur konzentrieren. Ah, hier. Genau. Wie bei Tomb Raider die Lagerfeuer. Und da ist, glaube ich, auch. Da kann man auch speichern. Speicherpunkt, ja. Speicherpunkte findest du überall auf Karls Reise. Interagiere mit ihnen, um deine Fortschritte zu speichern. Überall auf der Reise. Na, stimmt leider nicht. Also, ja, hab schon Review gelesen, dass die zu selten sind anscheinend. So, Ansprecher kann Karl ausrüsten und Fähigkeitspunkte in den erhaltenen Baum investieren. Sorry. So, ausruhen, verlassen, Fähigkeitsbaum. Du hast genügend Fähigkeitspunkte, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Öffne das Fähigkeitenbaum. Der Boom. Ah. Oh. Das ist ja der einzige. Okay. Setze deine Fähigkeitenpunkte ein, um über Kopfhieb. Achso, da ist ein F. Über Kopfhieb. Okay. Hier. Nutze die Macht. Entfesselt einen mächtigen Angriff, der für schwächer Gegner tödlich ist. F. Okay. Alles klar. Dann gibt es hier noch springt nach vorne, attackiert sein Ziel. Springe während des Sprints und um ein Salto über das Ziel zu machen. Über Kopfhieb einen weiteren mächtigen Angriff. Maximales Leben erhöht. Das ist geil. Verteidigung verbessert sich. Erleidet er durch Angriff weniger Blockausdauer, Schaden, maximale Macht erhöht sich, verlangsamen kann sein Ziel länger verlangsamen. Okay, alles klar. Dann hier greift Karl ein schnelles Ausweichmanöver an, führt er einen schnellen Tritt Attacke aus, sprint heraus an. Also hier, das sieht eher aus nach so ein ziemlich einer ziemlich offensive Lichtschwert-Taktik. Ja, aus Runden brauchen wir uns nicht, weil wir es gerade gemacht haben. Hä? Oh,
BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Alter, wie hoch kann der denn springen? Ah, oh. Tja, ich könnte auch so. Dort ist der, den ich finden soll. So hoch er springen, wenn ich, wenn er die Macht hätte. Was? Wenn er. Oh, das. Ah, das Republik-Gebäude. Okay, das aktuelle Ziel wird immer auf der Holokarte von BDA1 gezeigt. Experimentiere mit den Befehlen. Zoomen. Okay. Das ist ja komisch, aber okay. Okay, unerforschter Weg. Speicherpunkt. Okay. Schließe die Karte, wenn du bereit bist. Was ist da vorne? Wieso kann ich nach da gehen? Ich spüre was hier drüben. Aber was? Ich spüre was. Soll ich die da unten jetzt kicken? Das ist ein großer Käfer. Tun die mir was? Ja. Kann ich die blocken? Ja. Lecker. Okay, alles klar. Was ist das denn? Welche Wahl? Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Okay. Fünfter toter Splocks. Ein toter Splocks, der von Bogglingen getötet wurde, als er ihr Nest plündern wollte. Durch die Sendegabe der Psychometrie erhält Karl. Dank der Machtinformationen bestimmte Objekte, okay. Beziehungsweise, ja, die Historie, was mit der ganzen Sache zu tun hat. Hier geht's nicht weiter. Darum hat BD1 mich gewarnt. Okay, nächstes Mal höre ich auf dich. Hat er mich gewarnt? Okay, Entschuldigung. So, dann gehen wir mal darüber. Kann ich nicht hier hoch? Ich will eher darüber. Kann ich aber nicht. Wieso kann ich das nicht? Naja, okay. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Eine Seilrutsche? Einfach springen? Ja. Oh. Wie hast du das gewusst? Hast du nicht? Schon klar, aber ich will mir da drüben mal was ansehen. Warte, erstmal meditieren, dann speichern wir hier. Und dann schauen wir mal, was da drüben abgeht. So. Hat das jetzt gespeichert? Ich hoffe.
Ich glaube, da. Also, wir kommen zwar da vorbei. Ich schau mal kurz hier rüber, was da ist. Ups. Hier geht's nicht weiter, aber da drüben. Da drüben gibt es noch weitere solche Würmer. Achso, ja, das mache ich schon automatisch. Ah, hätte ich gar nicht machen müssen. Doch, irgendwie schon. Ah. Oh. Was ist das denn? Alter! Wiederherstellen, ne? Wenn du stirbst, verlierst du alle seit den letzten okay, erhaltene EP. Füge den Gegner Schaden zu, der dich besiegt hat, um deine verlorene EP zurück zu erhalten und deine Lebens- und Machtanzeige maximal zu füllen. Okay. Dauert eine Weile, erhalte. Okay. Cool. Ich kann mich heilen? Nee, das geht ja nur mit BB1. So. Ah, genau. Ja, gut, dann habe ich hier wirklich gespeichert. Ah, okay, nochmal springen, alles klar. Okay. Okay, uiuiui. Ja, ne, brauche ich jetzt nicht. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grief. Alter. Ah, er war rot. Ich hätte anders ausweichen müssen. Vielleicht, ganz vielleicht bin ich ja noch zu schwach für den. Wieso dauert das jetzt so lang? Ajo. Dann erstmal was trinken. Warte mal, ich schau mal kurz. Einstellungen. Steuerung. Ausweichen. Interagieren. Ziel abwählen. Einspringen. Doppelklinge! Klettern. Fallen lassen. Nach unten schwimmen. Ah! Schwimmboost. Holokarte. Fahrzeuge. Okay, ich versuch's noch ein einziges Mal. Wenn ich's wenn ich's nicht schaffe, dann ja.
versuche ich es irgendwann anders. Dahinter war halt so ein blaues Leuchten. Vielleicht war das irgendwas Wichtiges. Oder vielleicht wirklich etwas, was erst im späteren Verlauf wichtig ist. Ja, okay, der ist noch extrem viel zu stark. Oder ich bin einfach zu dumm. Gut. Dann machen wir jetzt mal mit der Hauptquest weiter. Wieso hat das ja vorhin so lange gedauert und jetzt nicht? Naja, okay. Ja, machen wir mal weiter. Okay. Vorsicht da drüben! Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Ja, schon. Durchhalten Sie die Eins, ich komme. Kann ich die rumschubsen? Ja, ein bisschen. Gut. Okay, das ist irgendwie so eine Art Labor. Ja, ich komm gleich. Kann ich nicht interagieren? Gut, dann gehe ich mal kurz hier rein. Der ist echt zu dick. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Und dafür brauchst du die Macht. Jemand hatte hier einige Zeit gelebt und in diesen Vorratsschrank Lebensmittel abgefahren. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Gut, dann wollen wir hier mal... So. Kannst wieder schnell werden. Ah, egal. Hey, das war ziemlich mutig. Alles okay? Oh, der ist kaputt. Warte, ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh, schon gut. Okay, scheiße, ist der süß. Schön. Der Scomb-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay, versuch's. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also... Erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. So. Lichtschwert anpassen. Was? Okay. Kann man hier irgendwas ändern? Wahrscheinlich noch nicht. Ach doch. Aha. Grün, Orange, Premium. Habe ich Premium? Ich will mal kurz schauen, wie das aussieht. Ich finde, ja, der ist eigentlich schon cool. Aber der auch. Ach, das ist auch Premium. Ja, und das passt, glaube ich, zu Orange besser.
Ja, dann mache ich das da. Okay. Ja, Orange sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ist, glaube ich, auch besser zu... BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich finde schon selber raus. Viel zu klein für dich. Sag mal, wie... Was? Naja, okay. Ja. Der Eng, es wird schon gehen. Ja, und da kommst du durch. Oh, du bist so ein Scherzkeks. Gut. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Mhm. Oh, hier ist ein Bett. Ja, das war's. Okay, alles klar. So. Das habe ich jetzt nicht gesehen, ne? So. Das ist doch... Oh. Ja, mir geht's gut. Au. Geskriptet hier. Ah. Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Das ist besser. Danke, Kleiner. Na schön. Und auf ein neues. Oh. Okay. Hier, komm an Bord. Yes. Jetzt sind wir Best Buddies.